So, ja, guten Morgen, liebe Kirsten nach Hamburg. Lieber Christopher, guten Morgen. Ja, dann sind wir tatsächlich hier wieder live an diesem Montagmorgen um 9 Uhr und schauen mal, ob auch andere Menschen mit uns sind und bereit sind. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. Während wir das schauen, sollten wir tatsächlich schauen oder ankündigen, dass wir vielleicht auch wieder hier von der Bildfläche verschwinden. Wir waren ja am Mittwoch, glaube ich, online, ne? Und da hat das nicht so gut funktioniert, aus diversen Gründen. Und es könnte uns jetzt auch wieder passieren. Aber wenn das passiert, dann bleibt doch noch ein bisschen auf unserem Kanal und wir schauen, dass wir wieder zu euch stoßen. Ja, also unsere Verbindung ist nicht so optimal gerade. Das seht ihr vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ihr es ähnlich wie wir, wie ich es sehe, oder Kirsten. Ich bin relativ scharf zu sehen, Kirsten nicht so. Das hat einfach was mit der Bandbreite zu tun. Wir haben also momentan eine Schwierigkeit. Die Bandbreite. Ja. Aber wir geben uns Mühe und ihr könnt ja natürlich einfach mal schreiben, wie ihr uns seht, ob das einigermaßen in Ordnung ist. Und sollte Kirsten mal kurzzeitig freezen, also so kurz stehen bleiben, dann nicht in Panik ausbrechen. Ja, zum Beispiel so. Denn dann kommt sie bestimmt bald wieder. Ja. Genau. Erna schreibt auch schon, das macht doch nichts. Und Birgit bezeichnet uns als Frühaufsteher. Gut. Aber Birgit scheint ja auch schon wach zu sein, oder? Ja, man weiß ja nicht, Außerdem haben wir in welchen Umständen sie uns anschaut. Das weiß man ja nicht. Und außerdem haben wir ja diese Stunde geschenkt bekommen. Also ich war heute schon eine Stunde früher wach, als ich hätte aufstehen müssen. Das stimmt. Also auch ich bin heute erstaunlich früh und problemlos aufgestanden. Also diese eine Stunde, die uns geschenkt wurde, die bringt doch das ganze Konzept des Frühaufstehens ein bisschen durcheinander. Auf einmal Genau. ist, ja. Aber ich denke mal, wir haben ja heute auch ein Thema, Wie man wach sein sollte. das ich brauche, versuche gerade einen eleganten Übergang zu unserem Thema zu finden, das zu einem Montagmorgen passt, wie diesem. Also bei uns draußen ist es, gestern war ein strahlschöner Tag. Ich habe gehört, bei euch hat es gestern geregnet und strömen. Bei uns war gestern Oh. ein wahnsinnig schöner Tag. Ich kann es noch mal gerne noch mal ganz laut sagen. Es war wahnsinnig schön. Und Das freut mich sehr für dich, Christopher. hab da, aber heute ist es dafür umso trübsinniger. Und das ist natürlich interessant, weil unser Thema ist ja eigentlich ein, ja, man möchte meinen, ein trübsinniges Thema. Ne? Wir gehen ja heute auf die Friedhöfe. Ganz genau. Beziehungsweise Birgit, die ja auch schon zuschaut, und ich, wir sind gestern schon auf die Friedhöfe gegangen. Und zwar haben wir unsere halbjährliche Führung Nachrichten aus der Anderswelt auf dem Ohlsdorfer Friedhof durchgezogen. Wir haben ja sowieso jeden Sonntag die Friedhofstour, die noch auf jeden Fall im Oktober und wahrscheinlich auch noch im November angeboten wird. Jetzt kommt ein bisschen auf die Witterung an. Und einmal alle halbe Jahre machen wir das halt, dass wir 2,5 Stunden über den Friedhof laufen, dass wir Tarotkarten uns ansehen, dass wir auch für uns persönlich Nachrichten aus der Anderswelt mitnehmen. Das machen wir natürlich immer besonders gerne zu Halloween und zu Walpurgis. Ja, und auf diese Idee gekommen, das hier in Hamburg zu tun, das sind wir dadurch, dass ich das schon ganz lange mit dir in München mache. Und das steht ja noch bevor, und da werden wir dann sicher auch fantastisches Wetter haben. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wann das ist. Am 6. und 7. November. Ich werde das nachher nochmal einblenden. Und Erna merkte übrigens gerade an, wo ist es nicht schön? Das hat sie natürlich recht, denn egal wie das Wetter ist, es ist immer schön. Und Christine sagt, bei ihr sei es noch wahnsinnig schön. Also, ja, Christine hat natürlich den, wie sagt man da, den Trumpf gezogen. Aber Auf warte jeden nur, Fall. das Münchner Wetter kommt auch noch zu dir, denn so weit bist du nicht entfernt.
Aber gut, ja, ich finde es toll. Also gestern war schon ein Nachrichten aus der Anderswelt. Und ihr habt sicherlich auch über Grabsymbolik gesprochen. Wir können ja mal, ich kann da ganz kurz mal erwähnen, warum wir überhaupt in dieser Zeit jetzt auf das Thema kommen. Wir hatten ja jetzt zuvor so schöne Halloween-Themen wie Vampire, Werwölfe und Hexen. Jetzt sind wir eher mit dem Thema beschäftigt. Ja, das ist natürlich im November auch eine andere Zeit beginnt. Es ist nicht nur Halloween, wenn aus den Gräbern die Toten aufsteigen, sondern es ist natürlich auch die Zeit, wo wir überhaupt an das Thema Sterben, die Vergänglichkeit denken. Viele Festlichkeiten, viele Feiertage richten sich ja ein bisschen danach, angefangen von Allerseelen, Allerheiligen, Totensonntag, kommt alles in diese Zeit. Und dann sind Friedhöfe wieder, ich würde mal sagen, Orte, die man besucht, wo man hingeht. Nicht nur aus religiösen Gründen. Ich war gestern zum Beispiel bei unserem strahlend schönen Wetter auf dem alten südlichen Friedhof mal wieder unterwegs. Hat sich so ergeben, war gar nicht beabsichtigt. Und es war erstaunlich, wie viele Menschen da so zwischen den Gräbern dann so ihren Spaziergang machen. Also man geht auf diese Friedhöfe. Aber dann frage ich mich natürlich immer wieder, wissen die Leute eigentlich, wenn sie diese Gräber anschauen, was sie da anschauen? Also was sie da sehen, ob sie das, na, das sind ja voller Ah, du Symbole. meinst, also sie werden wahrscheinlich schon sich bewusst sein, dass sie Gräber betrachten, Gut, gut. aber die Symbole auf den Gräbern, die sind nicht immer unbedingt verständlich. So ist es. Also, und das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich denke, gerade diese älteren Friedhöfe, Ohlsdorfer Friedhof hat ja auch viele alte Gräber aus dem 18. Jahrhundert, nehme ich mal an. Oder auch 19, ab 19. Ohlsdorfer Friedhof ab 19. Ne? Ja. Genau. Und der alte südliche Friedhof, das fängt auch so schon ab 18. Jahrhundert an, 19. Jahrhundert. Und da haben wir ja noch Grabsteine, die nicht einfach nur eine Inschrift tragen, sondern oft auch mit bestimmten Symbolen versehen sind. Also dazu müssen wir sagen, nochmal die Spezialität des Ulsdorfer Friedhofs ist es ja, dass er zwar im 19. Jahrhundert entstand, dass aber viele Grabsteine, die wesentlich älter sind, auf diesen Friedhof verbracht wurden, natürlich nicht mehr mit den Leichen. Aber wir haben gerade gestern sind wir wieder durch diese Allee der Ehrengräber gegangen, wo wir berühmte Hamburger haben, die aus dem 18., auch aus dem 17. Jahrhundert stammen. Die Grabsteine sind da auch alle sichtbar. Ja, also ich denke mal, ich glaube sogar, dass das auf dem alten südlichen Friedhof bei uns auch der Fall war, dass man alte Epitaphien, die vorher an den Friedhöfen rund um den alten Kirchen zu finden waren, die dann auch aufgelassen wurden, dass man die dann auch dort transferierte, gerade eben, wenn es Prominente waren. Manche hat man ja an die Kirchen gehängt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall ist, dass da Epitaphien an den Kirchen sind. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Aber in der Frauenkirche in München zum Beispiel haben wir ja so Epitaphien an den, an den Seiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eher eine katholische Angelegenheit ist. Doch, jetzt fällt mir ein, die Jakobikirche, die hat das. Ah ja. Da haben wir diese Totenköpfe, wie heißen sie nochmal? Danke, Memento Mori. Memento Mori haben wir dort. Ich schätze, sowas wird es auch an den anderen Kirchen gegeben haben. In der Katharinenkirche haben wir ja sowas auch. Aber die Kirchen sind halt alle abgebrannt, runtergeputzt. Und ich glaube, dadurch haben wir das alles nicht mehr so. Also ein wichtiger Punkt vielleicht auch für euch da draußen zur Idee, die Idee, dass man Friedhöfe im Stil eines Parks anlegt, das ist eben eine Entwicklung 18. bis 19. Jahrhundert und hat auch was mit einer Veränderung der Sterbekultur, des Totenkultes, der Friedhofskultur zu tun. Die Vorstellung von Sterben verwandelt sich im 18. Jahrhundert und dadurch sind so Friedhöfe gar nicht mehr, sollen nicht mehr das Unheimliche sein, wie sie es vorher waren. Das sind die Städte der Toten, da darf man nicht drauf, vor allen Dingen nicht nachts, sondern es verändert sich. Die Friedhöfe sollen einladend sein, sie sollen dazu motivieren, animieren, auf ihnen flanieren zu gehen und sich mit den Gräbern auseinanderzusetzen. Also aus den Gräbern oder über die Grabsteine spricht sozusagen der Verstorbenen immer noch zu uns. Und daher sind die Symbole so wichtig, denn sie sind
Botschaften, könnte man sagen, des Verstorbenen an die, die da jetzt vorbeigehen. Und das ist, glaube ich, es ist wirklich eine neue Entwicklung in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gräbern. Da war man ja froh, dass man die Toten irgendwie unter die Erde gebracht hat. Hauptsache, sie sind nicht wiedergekommen. Wir haben ja Vampire und Wiedergänger, hatten wir ja schon. Das war froh, einfach unter geweihte Erde. Und ansonsten hat man mit Friedhöfen nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Das ändert sich eben. Und unsere Beispiele stammen daher aus dieser Zeit. Also das sind Beispiele, wo Symbolik eben eine wichtige Rolle spielt, weil sie was über die Identität, aber auch über die Vorstellungen von Leben und Tod der damaligen Zeit aussagen. Ja. Ja, Kirsten, was hältst du davon, wenn ich einfach mal in die Präsentation starte? Ich bin total ganz Ohr Gut, dann will ich und Auge. mal hier. So. Ja, die Grabsymbolik. Ich habe auch den Untertitel gewählt, den wir ja für unsere Touren auch gewählt haben, Nachrichten aus der Anderswelt. Und dann schauen wir mal. Ich habe also ein paar Beispiele ausgesucht und wir beginnen mit einem Beispiel vom Ohlsdorfer Friedhof, das ich sehr gerne mag und wollte auf die Symbolik des Schmetterlings zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist an der Stelle, wo diese alten Gräber stehen. Da ist dieser Schmetterling zu Ich finden. glaube, das ist dieses an dem Freilichtmuseum. Ja, genau. Ich glaube, wir haben schon mal auch schon mal was über Friedhöfe gemacht hier im Geheimnistalk, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Und da haben wir auch über dieses Freilichtmuseum berichtet. Das Video könnt ihr euch ja auch gerne nochmal anschauen. Glaube, das war, als wir über Insekten gesprochen haben und andere Tiere. Da haben wir über den Ja. Ding schon mal gesprochen und da Ja, sehr. auch noch mal dazu. Das ist echt spannend. Das sind, glaube ich, die Gräber, von denen du sagst, dass sie ursprünglich woanders standen, ne? Unter anderem, ne? Also es gibt tatsächlich viele Flächen, die Museumsfriedhof sind. Dieser Friedhof wurde von den Bruderschaften gegründet, Aha. also die handwerklichen Bruderschaften, die natürlich auch sehr viele freimaurerische, aber auch christliche Motive haben. Und der Schmetterling ist, glaube ich, sowohl für Christen als auch für Freimaurer oder vielleicht sogar für die Illuminaten ein wichtiges Symbol. Ja, in jedem Fall ist es ein Symbol, das in dieser Zeit, 18. und 19. Jahrhundert, und 18. Jahrhundert ist ja so die Hochphase der Geheimgesellschaften, ist es, aber man findet es auch noch weit ins 19. Jahrhundert hinein, ist dieser Schmetterling ja ein wichtiges Symbol. Denn er steht also zunächst einmal für die Seele. Und das leitet sich von dem griechischen Wort für Seele ab, Psyche. Das wir ja alle kennen. Und das heißt aber tatsächlich auch Schmetterling. Also Psyche ist nicht nur die Seele, sondern es ist auch der Schmetterling. Und aus dieser Parallele heraus finden wir die Seele, die sich befreit hat von ihrem materiellen Gefängnis und eine neue Stufe der Entwicklung erreicht hat. Da finden wir das Symbol des Schmetterlings. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Auch das ist noch vom Ohlsdorfer Friedhof. Ich denke auch ungefähr an der gleichen Stelle zu finden. Da sehen wir es nochmal, also wie dieser Schmetterling seine Flügel ausbreitet und aufsteigt. Meistens sind diese Schmetterlinge ja auch oben am Grab angebracht. Also sie ersteigt Richtung und gehen Himmel auf. Ne? Genau. Geht's dir noch gut, Kirsten? Ich habe es tatsächlich geschafft. Das möchte ich nicht wissen, was ich geschafft habe. Oh Gott. In jedem Fall, der Schmetterling steigt auf, aber woraus steigt er auf? Und da habe ich ein paar Bilder dabei, die die Geschichte eigentlich des Schmetterlings noch viel schöner darstellen. Also zum Beispiel hier auf dem alten südlichen Friedhof bei uns in München ein Grab. Und da sehen wir, dass dieser Schmetterling aufsteigt, zu einem Stern aufsteigt. Also erstens ist ein Stern noch zu sehen. Und unten liegt die Hülle, der Kokon, aus dem er sich befreit hat. Und da sehe ich eben so dieses Symbol, die Seele, die sich befreit hat aus ihrem Leib, ihrer leiblichen Hülle, dem materiellen Gefängnis. Dadurch wird aus diesem Schmetterling wird ein neues Wesen, ein Lichtwesen, das aufsteigt gen Himmel.
da steckt viel Symbolik drin, die jetzt gar nicht christlich ist. Also man findet ja dann entsprechend an diesen Grabsteinen oft seltener christliche Symbolik, also Kreuze oder etwas Ähnliches. Sondern es ist eine universelle Symbolik, also vielleicht sogar eine antike Symbolik, die auf heidnische Vorstellungen zurückgreift. Warum das so spektakulär ist, muss man sich immer dann vergegenwärtigen, wenn man sich überlegt, wie vorher die Vorstellung von Tod war im Christentum. Da sterben wir, kommen unter die Erde und müssen sozusagen erstmal warten bis zur Auferstehung der Toten am Tag des jüngsten Gerichts. Da ist nichts davon, dass wir gleich in den Himmel kommen, sondern wir müssen erstmal gewissermaßen ins Fegefeuer, zumindest der katholischen Lehre nach, in den Himmel kommen wir eigentlich nicht. Das ist so eine Vorstellung, ne? Wenn man heute sagt, dann komme ich in den Himmel, das ist noch gar nicht gewiss, ob ich in den Himmel komme. Ja, muss ich schon noch warten, bis das jüngste Gericht da ist. Und ansonsten heißt es warten. Deswegen ist das eine spektakuläre andere Vorstellung, dass die Seele sozusagen im Körper gefangen ist und aufsteigt zum Licht. Viele sehen ja darin nicht einen Schmetterling, sondern auch eine Motte. Also man kann sich ja auch ein bisschen streiten. Und die Motten stehen dabei ganz ähnlich dafür, weil auch sie vom Licht angezogen werden. Ja, also daher ist Motte, Schmetterling eine sehr ähnliche Symbolik. Ja, du hattest mich ja gefragt nach Tarotkarten, die damit vielleicht zu tun haben. Und ich muss gestehen, dass Schmetterlinge in Tarotkarten nicht wirklich vorkommen. Es gibt eine Karte, wo es mir eingefallen ist, wenn du sie mal kurz zeigen, wenn du mich mal kurz größer machen möchtest. Da habe ich hier die Königin der Schwerter, die sich dadurch auszeichnet, dass sie diese Schmetterlingskrone trägt. Tu es noch mal ein bisschen mehr nach rechts bewegen. Ja, genau, da. Ah, jetzt sieht man es. Und auch auf ihrem Thron sind so Wesen angedeutet, bei denen man nicht nur an Gräber, das ist wirklich schwierig, immer mit diesem Teil zu zeigen, nicht nur an Gräber, sondern auch an Schmetterlinge denken könnte. Also das ist das Einzige, was mir einfällt und ich glaube, in ihrem Zusammenhang, ja, vielleicht geht es auch um Transformationen in dem Tarot mit den Schmetterlingen, aber es hat auch ganz viel mit der Energie der Luft, mit der Leichtigkeit zu tun. Die Königin der Schwerter steht ja dafür, dass sie besonders geistig beweglich ist und aber sonst emotional halt ein bisschen weniger Bewegung hat. Was mir jetzt einfällt gerade ist, weil ja doch auch immer wieder dieser Stern da steht, das könnte ja auch mit die Symbolik des Sterns, die ja dabei ist, das war jetzt gar nicht der Fokus, den ich gesetzt habe, aber das würde ja auch im Tarot durch die Karte der Sterne doch auch ein bisschen mitschwingen, oder? Ja, wobei, also ich habe den Stern hier auch gerade griffbereit. Dieser Stern ist jetzt nicht wirklich viel mit Grab zu tun. Hat nicht viel, also es ist eher, es geht es ja da, und es geht vielleicht darum, um eine Traumwelt oder sonst etwas. Also ich würde den jetzt gerade nicht so mit Sterben-Themen verbinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern wenn wir gerade bei so, also es ist sicher eine Übergangskarte, aber die habe ich jetzt natürlich nicht griffbereit. Wenn wir uns mit dem Thema Tod, Sterben, Friedhof verbinden, dann würde ich, jetzt bin ich ganz weg. Ja, Moment. Dann würde ich sagen, dies ist definitiv die Karte, die wichtig ist. Wenn du sie gefühlt vor dein Gesicht stellst, dann hast du die besten Chancen, dass sie gesehen wird. Genau, so ist super. Ja. Die Mäßigkeit, der Psychopompus und so weiter und so fort. Also das passt mehr für mich auch schmetterlingsmäßig. Also wir können ja eigentlich in Engeln weitergedacht auch einen Schmetterling erkennen. Ja. Ja, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Also ich dachte beim Stern vor allen Dingen deshalb an den, an die Karte der Sterne, weil für mich ja die Karte der Sterne auch für Hoffnung steht. Also so für die Vision, die ich vielleicht habe, die mich in die andere Welt führt. So einfach von der grundsätzlichen Symbolik her. Und ich finde, hier steht ja der Schmetterling oft mit dem Stern zusammen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo das ebenfalls zu sehen ist. Und zwar hier, ist nicht ganz so gut zu erkennen, aber wenn man genau hinschaut, ist nämlich vom Waldfriedhof in München, den wir ja auch
zum ersten Mal mit dir besuchen. Ich habe heuer schon einmal über den Waldfriedhof geführt, aber mit dir zusammen noch nicht. Das wird eine Premiere sein am 6. November. Weiß ich aber nicht, ob wir bis zu dem Grab kommen, aber das ist dort zu finden. Sehr spannendes Grab. Ich habe da noch ein zweites Bild davon. Und da sehen wir eben nochmal unten den Kokon, dann diese Motte. Hier ist es für mich deutlicher eine Motte als ein Schmetterling. Und auch wieder der Ja. Stern darüber, der sogar noch mit so einem Kranz umgeben ist, so ein Strahlenkranz. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Es ist schon ein bisschen verwaschen, das ganze Bild. Ja. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt mit dem, oh, jetzt habe ich wieder das Echo, ob ich das mit dem Stern verbinden würde, so sehr in dem Zusammenhang. Also bedeutet der Stern, glaube ich, doch was anderes. Aber der Stern als Leitbild, als das, wo wir hinstreben, das ist definitiv ein Thema, ne? Eine Perspektive, die wir haben, nachdem wir uns entpuppt haben. Ja. Ja, wenn du das Echo hörst, gerade Kirsten, es kann daran liegen, dass die Verbindung so schlecht ist, dass du jetzt auf Systemaudio umgestellt wurdest von Skype weg. Okay. Vielleicht kommt das. Also im Augenblick ist wieder alles gut. Alles klar, gut. Ja, also interessant, spannend finde ich mit diese Schmetterlingssymbolik. Transformation ein wichtiger Punkt und dass man eben auch zum Beispiel sagen kann, wir sind ja, wir sind eben der Tod ist eine Transformation, ist eine Verwandlung. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die hinter diesem Symbol steckt und die uns, die wir jetzt hier vorbeigehen, erreichen soll. Also der Tote ist nicht irgendwo in einer Hölle oder in einem Fegefeuer oder muss leiden, sondern er hat einen besseren Zustand erreicht, denn er wird von der Raupe zum Schmetterling. Der Tod ist also eine Verwandlung in etwas Freudvolleres, Schöneres, Luftigeres, Leichteres, ein geistigeres Prinzip. Also deswegen passt die Königin der Schwerter schon ganz gut, ne? Dass sie auch als geistiges Prinzip, der Geist überwindet die Materie, könnte man ja sagen an dieser Stelle. Das ist so eine Botschaft, die ich gut verstehen kann. Das nächste Bild, das ich mitgebracht habe, ist ein etwas älteres Symbol noch. Also das kennen wir auch aus weit vor dem 18. Jahrhundert und das ist die Sanduhr, oft die geflügelte Sanduhr. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von der Frauenkirche in München, eines dieser Epitaphien. Und da sehen wir sogar unten noch den Totenschädel mit den gekreuzten Knochen. Wird ich ja immer wieder, werde ich mal gefragt, warum ist eigentlich ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen drauf? Letztens habe ich gelesen oder habe ich gehört, dass einer sagte, ja, das sind da Piraten begraben. Und sage ich, nein, das sind keine Piraten begraben. Das geht auf eine katholische Vorstellung zurück, dass wenn ein Friedhof voll ist, ne, also man wurde ja nach der katholischen Tradition soll man ja möglichst komplett unter die Erde kommen. Feuerbestattung war ja lange Zeit extrem verpönt. Aber irgendwann sind dabei Friedhöfe auch voll. Und dann hat man immer wieder auch die alten Knochen herausgeholt. Und dann hieß es, der Schädel und die gekreuzten Schenkelknochen, mehr braucht es nicht, um später bei der Auferstehung des Fleisches dabei zu sein. Ja, und deswegen hat man alles andere entsorgt und hat dann oft die Schädel plus zwei Knochen aufbewahrt und dann in sogenannte Beinhäuser gebracht. Das ist die eine Idee, ne, weswegen wir oft den Schädel mit den gekreuzten Knochen haben. Und dann haben wir natürlich noch die Idee, dass das von der Schädelstätte herrührt. Der Berg Golgatha ist ja auch der Schädelberg. Dort soll ja ursprünglich Adam, der erste Mensch, beerdigt sein. Und oft finden wir unter dem Kreuz Christi nochmal so einen Schädel, abgebildet, oft mit gekreuzten Knochen darunter. Das soll dann der Schädel von Adam sein. Und so ist Christus gekreuzigt worden, gestorben an dem Ort, an dem auch der erste Mensch Gestorben ist. liegt. Das Ja, interessant. sind so Ideen. Aber das nur am Rande. Eigentlich wollte ich auf die Sanduhr eingehen mit den Flügeln. Ja. Und Und da finden wir natürlich Sanduhr und Flügel. Ich weiß nicht, Kirsten, ob dir da einer einfällt.
Also, wir haben auch da im Tarot nicht unbedingt die Kombination von Sanduhr und Flügel. Wir haben öfter mal ein geflügeltes Ei im Tarot. Ne? Aber die Sanduhr, die kommt tatsächlich manchmal vor. Ich halte es wieder in die Kamera. Warte, ich Wir mach. haben eine, also tatsächlich sehen wir hier keine Sanduhr, sondern eine Lampe. Aber in alten Darstellungen des Eremiten, die ich leider jetzt nicht als Karte habe, da können wir durchaus den Eremiten mit einer Sanduhr in Verbindung sehen, als Gemahner an die Vergänglichkeit, vielleicht auch in Verbindung mit Kronos, der gerne auch mit dem Eremiten verbunden wird. Ja, das würde ich sagen, ist da das, was passieren kann. Das war jetzt so auch ein Stichwort, das ich mit der Sandu verbinde, das ist Kronos, auch der Gott Kronos, der ja dann in späteren Darstellungen ganz häufig auch zum Sensenmann wird. Dann hat er so ein älterer Mann, meistens halb nackt dargestellt, mit einer Sense, aber auch oft mit einer Sanduhr, und er selber hat Flügel. Also Kronos als Gott der Zeit hat oft Flügel. Und das finde ich ganz spannend, weil sozusagen, man könnte auch sagen, es ist die Miniaturvariante von Kronos, ne? Die geflügelte Sanduhr ist im Grunde genommen ein Hinweis auf den Vorbeigehenden. Ich bringe mal noch ein anderes Bild, damit man das nochmal sehen kann. Hier vom alten südlichen Friedhof in München, da sehen wir es auch nochmal sehr schön als im schmiedeeiserne Arbeit, dass die Zeit eilt, also die Zeit verfliegt dahin, auch deine Lebenszeit, ne? Also so wie der Sand durchrieselt, ne? Durch das, so verrinnt auch deine Zeit, und irgendwann ist die Zeit auch um, und das geht schneller, als du denkst. Das könnte eine Botschaft sein. Was ich immer so spannend finde daran ist, dass eine Sanduhr ja eigentlich eine Besonderheit hat, die man ja mitdenken muss. Es ist eben nicht nur die Zeit, die verloren geht, sondern die Sanduhr kann man ja umdrehen, und dann beginnt es von vorne. Und da sehe ich auch wieder so einen Gedanke, der eben nicht dieses lineare Denken in der christlichen, nach der christlichen Vorstellung ist, sondern da ist ein zirkuläres Denken möglicherweise mitgedacht. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich sage, aber normalerweise, wenn ein Mensch eine Sanduhr kennt, dann weiß er, dass man sie dann, wenn sie durchgelaufen ist, nochmal umdreht, und dann geht es von vorne los. Ja, also das ist uns gestern auch aufgefallen, als wir über den Friedhof gelaufen sind, dass eigentlich alle auch christlichen Motive immer wieder nicht nur Alpha Omega haben, sondern dass es wirklich immer wieder ums Sterben, Sein, Werden geht. Ja, Vergehen oder Werden, Sein, Vergehen, je nachdem. Also es ist immer ein zyklisches Denken gedacht. Birgit merkt übrigens an, noch wahrscheinlich als Replik auf das, was ich füge es mal kurz hinzu, dass in der St. Josef-Kirche in Hamburg in der Großen Freiheit so ein Ossuarium ist, ne? Oder so Da ein. hast du recht, ja. Ja, Da waren wir ja neulich, aber ist ja auch eine katholische Kirche, eine der wenigen großen katholischen Kirchen, die wir haben, die auch ganz lange existiert hat, eben weil sie bei der großen Freiheit war und nicht in Hamburg direkt, ne? Also an der dänischen Grenze oder ich glaube sogar schon auf dänischem Gebiet. Von daher, da konnte sich so eine katholische Art und Weise des Umgangs mit dem Tod viel besser noch entwickeln. Interessant. Also das heißt, auch Hamburger müssen nicht darauf verzichten, ein solches Beinhaus sich anzuschauen. Sie müssen nur zur St. Josef-Kirche fahren. Ja. Ich habe noch ein Stundenglas, habe ich noch mitgebracht. Hier nochmal eine schönere, fast klassizistische Form. Aber auch hier vielleicht mal der Kreis, der drumrum ist. Ne? Auf den würde ich gerne nochmal auch kommen. Der Kreis. Ganz einfaches Symbol auch von der Wiederkehr, und der Wiederholung des Kreislaufes. Also das, wie du vorhin sagtest, Werden, Sein, Vergehen, Gesundheit, dass das sozusagen ein ununterbrochener Kreislauf ist. Das ist etwas, was man in diesem Symbol zum Stundenglas, sage ich schon Stundenglas, das stimmt natürlich nicht, ist kein Stundenglas, zur Sanduhr
dazu denken kann, ne? Also dass sie sich auch immer wieder selber umdrehen kann. Und diese Flügel ja auch wiederum die Symbolik sind dafür, dass ja, wir uns von der Materie in ein geistiges Prinzip verwandeln. Ja. Ja, oder dass wir auch zwischen den Welten doch in irgendeiner Form reisen können. Ja, was ja vielleicht ein guter Übergang ist zu dem nächsten Symbol, die abgebrochene Säule, die wir in vielfacher Variante finden auf Friedhöfen dieser Zeit, eben mal so wie hier auf einem Grabstein selbst, aber oft auch als Grabstein. Ich habe da noch ein Beispiel, was gleich kommt. Nur dies finde ich besonders schön vom alten südlichen Friedhof, weil wir eben erstens sehen, dass tatsächlich die Säule bewusst als abgebrochene Säule dargestellt wird und dann auch noch so eine Pflanze drumherum, die aber auch so ein bisschen gebeugt ist. Ne? Also das heißt, da ist dieses Thema des Vergehens wichtig. Wir haben ja eine eigene Folge mal über Säulen in der Symbolik gemacht. Da haben wir, glaube ich, sicherlich auch über die abgebrochene Säule gesprochen, wenn mich nicht Auf alles jeden täuscht. Fall. Ja, das haben wir ausführlich gemacht und müssen wir jetzt vielleicht nicht wiederholen. Schaut euch dieses Video an. Das war, glaube ich, auch ein sehr gutes Video. Entschuldigt bitte. Im Tarot hast du mich ja gefragt, gibt es da abgebrochene Säulen? Ich weiß, dass es ein Tarot gibt, und zwar ein Tarot, in dem die Karte die Liebenden, nein, die Kraft, Entschuldigung, die Kraft dargestellt wird als Samson mit zerbrochener Säule. Ich hatte das jetzt heute Morgen nicht mehr gefunden. Vielleicht finde ich es noch, dann stelle ich es gerne nach. Ansonsten haben wir eigentlich immer mehr eben nicht gebrochene Säulen, wie zum Beispiel auf der Karte Gerechtigkeit, ne? Oder auf der Karte der Hohepriester. Oder auf der Karte Hohe Priesterin. Also da, das sind auch immer alles Institutionen quasi, bei denen es um ja, Lauterkeit, um Tugenden geht, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen sind die vielleicht mit diesen geraden Säulen ausgestattet. So ein bisschen wie bei uns im Rathaus der Salomon, der da auch zwischen diesen beiden Säulen steht, beziehungsweise wo diese zwei sehr schönen Säulen eine wichtige Rolle spielen. Ich finde es interessant, weil ja natürlich, man kann natürlich die abgebrochene Säule am besten verstehen, finde ich, wenn man die Symbolik der Säule versteht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Symbolik der Säule in den Tarotkarten sehe und du sagst, sie haben was mit Institutionen zu tun, also so hast du es jetzt gerade verwendet, dann sind das passt das, glaube ich, gut dazu, weil die Säule, man sagt ja auch, ist eine tragende Säule in der Gesellschaft und damit er ist eine Stütze in der Gesellschaft. Da geht es also schon auch um gesellschaftliche Funktionen, um übergeordnete Funktionen. Das ist so häufig an Gräbern von Menschen zu finden, die eine wichtige Rolle gespielt haben, eine Stütze, eine tragende Rolle gespielt haben. Unsere Sprache redet ja schon so, eine tragende Rolle und so weiter. Ja. Wenn er nun stirbt, er oder sie stirbt, dann ist diese Funktion perdu. Das heißt, die Säule ist gebrochen, eine Stütze der Gesellschaft fehlt. Und das ist im Grunde genommen das Geheimnis dieser Symbolik. Ja. Und ich habe hier nochmal so ein Bild vom alten nördlichen Friedhof. Da stützt sich auch typischerweise die Trauernde nochmal auf so einer abgebrochenen Säule. Ja, die werden wir sicherlich sehen, diese Figur, wenn wir auch über den alten nördlichen Friedhof gehen. Und dann habe ich noch eines hier vom alten südlichen Friedhof. Auch hier möchte man auf den ersten Blick meinen, gerade weil mittlerweile der Grabstein auch schief steht, dass die Säule vielleicht auch abgebrochen ist durch irgendein Unglück oder durch den Verlauf der Zeit. Nein, aber diese Säulen wurden ganz bewusst abgebrochen, auch abgebildet, um das zu symbolisieren. Mir ist gerade noch eine abgebrochene Säule eingefallen im Ja, Tarot. warte. Ah ja, okay. Ne? Der Turm, der ist zwar nicht unbedingt ab, ne? Er bricht dann ab, aber er wird erstmal explodiert. Also wenn wir von tragender Säule der Gesellschaft reden, dann könnte man sagen, dass jedes Mal, wenn eine tragende Säule stirbt, halt es zu einer Dynamik kommt, wo was aufgesprengt wird, was gut wie schlecht sein kann. Ne, und auf jeden Fall
ist hier eine Darstellung einer zerstörten Säule im Tarot zu sehen, beim Turm. Ich finde das schon passend, weil wir auch eben vielleicht auch gerade, weil es eine abgebrochene Säule ist, vielleicht auch als Botschaft haben, dass der Tod sehr plötzlich eintrat, ne? Also über etwas, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und jetzt habe ich Tatsache, entschuldige bitte, die Stärke gefunden Ah, Moment, ja. im Mantega-Deck. Aha, da ist sie. Sehen wir, wie die Stärke die Säule eigentlich zerbricht. Und bei der Stärke kann es auch darum gehen, dass man die Kraft zu sehr einsetzt, ne? Und wir sehen hier, ich sehe jetzt gerade, es ist tatsächlich Herakles, ich habe mich doch nicht erinnert, der diese Säule zerbricht. Vielleicht auch ein Bild dafür, so ein bisschen wie der gordische Knoten, dass er sich über die Gesetze der Gesellschaft hinwegsetzen kann. Ich finde, vielleicht ist es gar nicht so sehr nur die Überstrapazierung der Kräfte, sondern vielleicht ist es sogar manchmal ist es nötig oder es ist unumgänglich, dass etwas, was eine Stütze war, zerbricht. Denn die Symbolik der Säule ist auch die Symbolik des Weltenbaumes. Es ist sehr verwandt damit. Darüber haben wir bereits gesprochen, ich glaube, in unserer Säulenfolge. Und die abgebrochene Säule ist eben auch die Unterbrechung der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ja, man kann sagen, dann zerbricht gewissermaßen die Stütze des Himmelszeltes. Es ist ein Untergang, aber jeder Untergang oder jede Götterdämmerung führt natürlich auch dazu, dass etwas Neues entstehen kann. Ja, also es ist vielleicht ein etwas dramatischerer Ausdruck als Schmetterling oder Sanduhr, aber auch hier ist implizit auch gemeint, da geht es auf irgendeine Form, in irgendeiner Form auch weiter. Ja, dann habe ich ein Symbol mitgebracht, das man nicht häufig findet, aber immer wieder findet, gerade in den Zeit, in Friedhöfen aus der Zeit 17., 18., 19. Jahrhundert. Und zwar den Uroboros. Das ist die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Ja, hier habe ich ein sehr schönes, wie ich finde, vom Ohlsdorfer Friedhof. Mag ich sehr gern, weil man da die Zähnchen sogar sieht, also wie schön das gearbeitet ist. Das ist auch das Logo unserer Tour Endstation Ewigkeit. Genau. Und ich finde das, gerade den Titel mag ich gern, Endstation Ewigkeit, weil es ja im Grunde genommen ein Paradox ist. Ne? Also eine Endstation Ewigkeit kann keine Ewigkeit haben, kann keine Endstation haben. Und das ist ein bisschen aber auch das, was dieses Symbol verkörpert. Die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, ist natürlich einerseits natürlich ein Kreis, Emblem, damit auch wieder ein Symbol von Werden und Vergehen, Kreislauf des Lebens. Aber natürlich die Schlange in sich ist noch so ein Symbol des Ewigen, weil dadurch, dass sie sich häutet und überhaupt so ein geheimnisvolles Wesen ist, aber vor allen Dingen, weil sie sich immer wieder häutet, wie neugeboren ist. Also auch hier steckt wieder so ein Symbol, nach dem Tod geht es weiter mit einem neuen Leben. Ja, und das wird hier nochmal verkörpert in doppelter Variante mit dem Uroboros. Ein sehr, sehr altes Symbol, das schon in der Antike bekannt ist. Und das finden wir natürlich auch am alten südlichen Friedhof. Habe ich es hier nochmal gefunden. Und da gibt es mehrere Beispiele, die wir auch auf unseren Touren immer wieder gerne zeigen, weil es eigentlich eine überraschende Symbolik ist, weil die Schlange gerade im christlichen Kontext ja was ganz anderes bedeutet. Ja, also ursprünglich ist es, die Schlange ist immer die Sünde. Und so kann zum ersten Mal im 18., 19. Jahrhundert die Schlange was anderes bedeuten. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Ja, darüber haben wir, wenn wir über Märchen reden, ne, haben wir sowas auch wie das Natterkrönlein oder so. Also es gibt durchaus auch positive Bewertungen der Schlange. Dass sie mit Weisheit zu tun hat, wird, glaube ich, auch der im christlichen Glauben nicht abgestritten. Ich glaube, es wird sogar in der Bibel erwähnt, dass sie besonders klug ist, die Schlange Listig. listig. Na gut, das kann man interpretieren, wie man mag. Ja, also ich meine, aus der ursprünglichen Weisheit wird natürlich in einem christlichen Sinne die Listigkeit und damit bekommt das schon wieder was Ein Unangenehmes. Geschmäckle. Und wenn wir dabei sind, soll ich noch mal was zum Tarot dazu Ja, sagen? bitte. Also im Tarot. Jetzt bist dein Ton ist weg gerade.
Ton ist weg. Jetzt bist du wieder da. Ah, ich habe nichts gemacht. Ich sitze hier ganz brav. Also, Bist du übrigens jetzt ganz scharf, Kirsten, dein Bild, meine ich. das ist doch mal etwas. Danke, Christopher. Ich nehme das auch anders gerne als Kompliment. Kein Problem. Kein Ärger mit deinem Mann einhandeln. Wir reden nachher noch. Also, wir haben nicht wirklich den Ouroboros im Tarot. Was wir sehr viel haben, ist sowas wie die Lemniskate, ne, hier über dem Magier bei Wade Smith. Wir haben das Rad des Schicksals, was natürlich eine abgewandelte Form davon ist. Es ist auf jeden Fall eine Schlange zu sehen, die da mit am Rad rumdreht bei Wade Smith, auch bei Crowley. Und eine Karte, die sich zum Ouroboros neigt, ist die zwei der Münzen. Hier aus dem klassischen Marseille-Tarot. Und daraus hat dann zum Beispiel Crowley entwickelt, diese zwei der Münzen hier, in der er dann eine Schlange mit Krönlein abbildet. Da haben wir ja eigentlich wieder die positive Darstellung, das Natterkrönlein, das jetzt aus dem Ouroboros noch eine 8 wird, ist natürlich noch ein Zusatzschmankerl, weil das verstärkt die Botschaft letztendlich aber nur. Und der bringt ja auch Genau. noch, wie ich sehe, die Yin- und Yang-Symbolik rein, auch Ja. Werden und Vergehen drinnen. Ja, spannend. Ja. Das ist eine sehr schöne Karte, die ich sehr mag. Ja. Ich hoffe, der OTO verklagt uns jetzt nicht. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Aber in jedem Fall, diesen schönen Ouroboros, der stammt vom Waldfriedhof in München. Den fand ich halt einfach auch schön, weil dann der Efeu so drüber wächst. Efeu ja auch wiederum. Ich meine, man kann jetzt die Symbolik natürlich noch auf die Pflanzen auf Friedhöfen ausdehnen. Das machen wir natürlich auf unseren Touren hin und wieder, weil es schon typische Pflanzen gibt, die immer wieder auftauchen, wie Eibe, Efeu, Thuje, die natürlich alle in die gleiche Symbolik gehen, nämlich das Immergrüne, so wie der Efeu immer grün ist, natürlich das Fortbestehen des Lebens symbolisiert. Ja. Ja, also zum Schluss habe ich noch mitgebracht und damit, ja, das wollte ich ja noch zeigen. Das ist von dem Grabstein, den ich vorhin schon zeigte, noch ein, der schon diese Motte hatte. Ja. Das ist auf der anderen Seite, der ist so ein Vierkant und da sind Bilder drauf und da ist eben auch noch mal so ein Ouroboros, aber diesmal sogar noch mit ganz geheimnisvoll dem Auge im Dreieck. Das ist natürlich extrem spektakulär. Und die Vermutung, ich habe mit meinen Recherchen, ich möchte da nicht so viel verraten, aber das führt natürlich zu bestimmten Vermutungen, wenn das auch noch mit dem Auge Gottes in Verbindung gebracht wird. Ja? Das ist sicherlich etwas, was ungewöhnlich ist in der Darstellung auf einem bayerisch-katholischen Friedhof. Und da würde man wahrscheinlich vermuten, dass derjenige doch Mitglied eines Geheimbundes gewesen ist. Ja, das Aber dazu könnte aber durchaus mehr, sein. wenn wir über den Friedhof laufen. Genau. Also ich bin ja ganz gespannt, weil ich war auf dem einen Friedhof noch gar nicht. Und Waldfriedhof älterer Teil. genau, und bin da ganz neugierig, den zu erforschen. Waldfriedhof klingt ja auch nach Corona-Freizone. Von daher wäre es natürlich toll, wenn ihr da draußen mitkommt und mit uns gemeinsam diesen Friedhof erforscht. Ich werde auch nach München kommen. Ich habe es mir diesmal fest in den Kopf gesetzt, egal was passiert. Und wenn ich laufen muss, werde ich in den Freistaat eindringen. Und Ja, also ja. ich denke mal, wenn ich jetzt das nächste Bild zeige, das ist nämlich der Eingang zum Waldfriedhof, steigere ich natürlich nur die Neugier drauf, denn es ist das letzte Symbol, was ich zeigen möchte. Und da würde ich gerne gemeinsam mit dir durch dieses Tor schreiten in den Friedhof, das von zwei Sphinxen bewacht wird. Wie schön. Und das ist schon, also der Waldfriedhof ist eh was Spezielles, weil er ist der erste Waldfriedhof, den es überhaupt gab, in Deutschland und ich glaube europaweit. Also ein Friedhof, der in einen Wald, der bereits bestand, gesetzt wurde und dadurch das Thema Wald, Wildnis und Friedhof zum ersten Mal ganz natürlich miteinander verband. Ne? Durch den Waldfriedhof zu spazieren, ist wie durch einen Wald zu gehen. Ja.
Und das haben wir schon auf anderen Friedhöfen auch, weil mittlerweile Bäume dort gewachsen sind. Aber hier haben wir zum allerersten Mal die Idee, wir nehmen einen bestehenden Wald und setzen die Gräber dort mit hinein. Und das macht natürlich den Zauber dieses Friedhofs aus. Ja, irre. Aber die Sphinx, die natürlich am Eingang zu sehen ist, eine doppelte Variante, die ist natürlich ein Versprechen, nämlich dass ein Geheimnis zu entdecken ist. Ne? Wer durch diese Tore schreitet, der wird ein Geheimnis entdecken. Ja. Er muss zunächst einmal die Frage der Sphinx beantworten. Es ist ein Übergang, also auch hier in eine andere Dimension, eine Anderswelt. Und deswegen erlebe ich persönlich den Waldfriedhof, weil wir ja immer auch gesagt haben, Botschaften aus der Anderswelt, Nachrichten aus der Anderswelt. Für mich ist der Waldfriedhof tatsächlich so einer, der dieses Thema in die Anderswelt, den Anderswald zu gehen, dass er das besonders schön. Gerade in dem alten Teil. Es gibt einen neuen Teil, in dem er heute noch bestattet wird. Und der alte Teil, wo eben die alten Gräber sich befinden, den wir natürlich, sonst ist das nicht machbar. Das ist wie Ohlsdorfer Friedhof, gewaltig. Wobei der Ohlsdorfer natürlich noch, glaube ich, fünfmal größer ist als der Waldfriedhof in München. Aber trotzdem, also hier muss man sich konzentrieren. Und wir suchen uns natürlich die alten Gräber aus im alten Teil. Ja, irre. Ja, im Tarot, die Karte habe ich schon gezeigt, haben wir auch eine Sphinx, ne? Warte, ich mache es nochmal größer. Nämlich die im Rat des Schicksals findet sich die Sphinx oben. Und da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil wir ja dieses Geheimnis dann enträtseln wollen auf dem Friedhof. Aber auf jeden Fall spielt sie auch eine zentrale Rolle bei den Tarotkarten. Ich habe noch zum Abschluss ich denke mal, eines unserer Lieblingsgräber mitgebracht, dass wir auf dem alten nördlichen Friedhof finden. Du erinnerst dich, da auch da sind die geflügelten Sphingen unten dran. Und über dieses Grab, das Wagenmüller-Grab, erzählen wir recht ausführlich dann auf der Tour am Samstag, dem 7. November, wo wir dann über den alten nördlichen Friedhof gehen. Ja. Ich denke mal, das waren jetzt mal so die Beispiele an Grabsymbolik, die ich für heute rausgesucht habe. Man hätte noch, also vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil dazu, weil es gibt so viele verschiedene Symboliken, die noch interessant sind. Ja, wenn ihr über den Friedhof geht, werdet noch viele andere Dinge sehen. Ich denke an die Mohnblume oder Mohnkapseln, an natürlich an andere Formen von Schlangen und so weiter. Also es gibt auf alle Fälle noch ganz, ganz viel zu entdecken. Aber wenn ihr nicht auf die nächste Folge warten wollt, sondern wirklich mit uns live über den Friedhof gehen wollt, dann solltet ihr unbedingt folgende beide euch vormerken. Ich habe es hier mal aufgeschrieben und da seht ihr, uns ist ein etwas älteres Bild von uns beiden auf dem alten nördlichen Friedhof. Aber das ist eben eine wunderbare Gelegenheit, auch dich, Kirsten, mal hier in München begrüßen zu dürfen und das Tarotwissen, das du uns ja heute auch schon wieder angedeihen hast lassen, live zu erleben. Denn es ist immer sehr inspirierend, diese Symbolik mit dem Tarot zu vergleichen. Das kommt ja übrigens auch nicht von ungefähr, ne? Sondern wir machen das ja deshalb, weil der Tarot, so wie wir ihn kennen, ja auch in dieser Zeit 19. Jahrhundert entstanden ist, ne? Oder kann man doch so sagen, so? Na, eher im 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert, aber weiterentwickelt dann auch im 19. Jahrhundert, so kann man doch sagen. Also das sind zumindest die Symbolquellen, sind doch sehr ähnlich. Ja, also deswegen kann Ja, man. also wir müssten schon sagen, ich habe ja gerade das Mantega-Tarot gezeigt, dass es eigentlich schon im 15. Jahrhundert beginnt und sich die Symbolik dann immer weiterentwickelt. Im 18. Jahrhundert wird es mit okkulten Symbolen vermixt. Also mit okkulten Ideen und im 19. Jahrhundert werden dann die Tarotkarten im Sinne der Okkultisten umgestaltet. So ist es, glaube ich, am ehesten richtig. Aber ist ja egal, weil die Gräber, die Grabkultur, die startet ja auch so in der Renaissance, würde ich sagen, ne? Wobei dann, wie gesagt, immer mehr durch das Verschieben des Bildes was das Thema Sterben angeht, das kommt dann schon erst im 18., 19. Jahrhundert. Da traut man sich eben diesen Gedanken, der Tod als Übergang, der Tod als Schlafesbruder, der Tod als Verwandlung, als Transformation. Das ist natürlich dann schon wirklich eher
18. bis 19. Jahrhundert. Das finden wir vorher vielleicht höchstens mal angedeutet, ja, oder vorsichtig angedeutet, weil das natürlich eigentlich häretisch wäre, so zu denken. Aber wie gesagt, auch mit Live-Tarot natürlich, also Christine erinnert daran gerade, Live-Tarot ist klasse, sehr empfehlenswert. Das ist auch etwas, was wir eben auf diesen Touren exklusiv machen. Also wenn, ihr könnt natürlich auch mit mir alleine mal über die Friedhöfe gehen, aber dann kriegt ihr kein Live-Tarot. Das steht fest, das kriegt ihr nur, wenn Kirsten dabei ist. Denn keine macht den Tarot so lebendig und spannend wie Kirsten. Das muss man ja mal auch mal sagen dürfen. Und ist immer ein ganz tolles Erlebnis, über den Friedhof so zu gehen, weil dann auch wirklich die Symbole, wir reden viel über Symbole, auch über natürlich Personen, die dort liegen, wenn sie eine Botschaft für uns durch ihr Leben haben, aber eben auch jeder bekommt seine eigene persönliche Botschaft noch über den Tarot. Und da haben wir eben zwei Termine, der 6. November um 15 Uhr, das ist ein Freitag, der alte Waldfriedhof, und der 7. November um 15 Uhr, das ist der alte Nordfriedhof. Und da werden Genau. wir gemeinsam unterwegs sein. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ich euch die Nachrichten deuten darf. Und ja, überhaupt, das ist immer einer meiner Höhepunkte in München mit Christopher die Touren zu machen. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss nach einem schwierigen Jahr, vielleicht nochmal ein paar Sinnantworten zu bekommen. Und vor allen Dingen, ich möchte auch nochmal, weil du es angesprochen hast, sagen, Friedhöfe und Stadttouren, wir dürfen ja immer noch Stadttouren machen. Wir bekommen ganz viele Anfragen, dürft ihr überhaupt noch führen und so weiter. Wir sind ja keine privaten Veranstaltungen, sondern wir sind eben nicht private, professionelle Veranstaltungen und haben natürlich unsere Hygieneauflagen zu beachten. Aber da gilt eben nicht, dass wir eine Teilnehmerbegrenzung haben, wie sie zum Beispiel für private Personen üblich sind zurzeit in verschiedenen Städten, und das kann sich auch immer wieder ändern. Aber noch einmal, Friedhöfe sind ja umso besser, weil dort sind wir an der frischen Luft. Wir können es dort gut verteilen. Wir haben meistens wirklich Ruhe. Also das sind ja Orte der Ruhe in der Regel. Das heißt, man kann auch gut verstehen. Man muss nicht nah zusammenstehen. Wir können alle Hygienemaßnahmen wunderbar einhalten auf den Friedhöfen. Dennoch gibt es natürlich eine Teilnehmerbegrenzung, die aber gar nicht Corona-bedingt ist, sondern einfach, weil wir nicht mit so vielen Leuten die Tarot Legungen machen können, ohne dass das nicht in Stunden ausartet. Darum meldet euch bitte möglichst bald an, wenn ihr euch einen Platz sichern wollt. Geht auf unsere Webseite www.stadtspürer.de und sucht bei München nach Waldfriedhof und Alter Nördlicher Friedhof. Das sind die beiden Touren, die wir in diesem Jahr noch anbieten werden. Wenn ihr einen Platz haben wollt, solltet ihr Hey. nicht entgehen lassen. Genau. Ja, damit, liebe Kirsten, denke ich, ist alles Wesentliche gesagt, oder? Ich würde auch sagen, wir haben uns ja vorgenommen, nächste Woche auch wieder online zu gehen. Das ist noch kurz bevor, na, es ist an dem Tag, an dem der Merkur wieder langsam direktläufig wird. Vielleicht haben wir ja dann da mehr Glück mit der Technik. Ja, aber du siehst ja, jetzt ist es ja wunderbar, ne? Also mein Verdacht ist ja, ich äußere den mal, dass wenn wir um 9 Uhr montags beginnen, überall die ersten Meetings laufen und einfach die Bandbreite überlastet ist. Und Und interessanterweise scheint es in Hamburg mehr zu passieren als in München. die Hamburger sind einfach grundsätzlich fleißig. Die Münchner schlafen erstmal aus. So ist das nun mal. Aber in dem Sinne, euch da draußen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und ja, wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Und in dem Ja, Sinne, bleiben im schönen Start in Kontakt. die Woche. Und habt alle eine super Zeit und vielleicht sehen wir uns persönlich bald in München. Das würde uns alle freuen. Bis dann. Ciao.